Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zu einem Unboxing von der Firma Qdeals. Ich habe hier drei Bilder, die ich euch zeigen möchte. Und es weihnachtet sehr, sag ich mal. Ich freue mich, wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Und ja. Super, super schöne Bilder. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie sie euch gefallen. Schreibt mir gerne einen lieben Kommentar unten. Da würde ich mich sehr freuen und sagt mir, welche Bilder ihr am schönsten findet von allen dreien. So, fangen wir mit diesem Bild an, denn hier befindet sich noch was drumherum. Wenn ihr bei Qdeals bestellt, bekommt ihr immer ein Geschenk mit dazu. Und das ist ein Sticker, wo alle DMC-Nummern draufstehen. Und das finde ich halt richtig, richtig toll. Wir haben sogar hier die für Kreuzsticker. Vielleicht sticken ja auch welche von euch. Sogar auch die 1 bis 35 Nummer noch. Richtig, richtig toll. Hier haben wir auch noch ein Alphabet mit dabei. Oder man kann sich die Fläche nummerieren mit einfach mit den Zahlen. Ich denke, dass es eher so gedacht ist, oder? Ja, weil es geht bis 87 und dann haben wir 150. Wahrscheinlich ist es eher so gedacht, dass man halt hier die Zahlen nimmt, um seine Fläschchen so leicht zu bekleben, wenn man nach der Legende paintet. Ne? Oder alphabetisch hier. Das sind Sticker, finde ich richtig, richtig gut. Und dann haben wir hier hinten dran, ich habe es euch ja schon öfters gezeigt, so Release Paper. Um auf euer Bild zu machen. Das bekommt ihr immer mit dazu, wenn ihr bei Qdeals bestellt. Vielen Dank. Und zwar habe ich hier das erste Bild. Und ihr wisst ja, dass jetzt im November der Knovember startet. Ja, es ist wieder Knovemberzeit. Und ich packe mal das Bildchen aus und ich habe euch einen ganz, ganz tollen Gnom mitgebracht. So einen richtig schönen Wintergnom. Wir packen einmal das Toolkit aus. Hier haben wir einen Stift, ein Wachsblättchen, ein Dreieraufsetzer und ein schönes weißes Schiffchen. So, tada, 40x40. Auch eine schöne Größe, was man gut in einem Monat schaffen kann. Und wir sehen schon, ich freue mich. Wir haben hier einen super schönen Weihnachtsgnom in Strickoptik. Ich mache mal die Folie ein kleines bisschen auf die Seite, um das wieder schön drauf zu machen. Ich denke aber, ihr könnt es gut erkennen, ne? Einmal der Weihnachtsgnom. Richtig, richtig toll. 40x40 cm. Hier haben wir eine schöne lange Legende. Oh, wir haben 44 Farben. Wow. Das ist viel. 44 Farben ist richtig viel. Aber wir sehen auch, dass die Details halt hier im Strickmuster richtig schön rauskommen. Ne? Das ist toll. Oh, ist das schön. Der gefällt mir. Wir haben hier wieder einen Filzflausch. Und hier haben wir einen Wellenrand, damit unser Bild nicht ausfranst. Das ist jetzt ein Bild für runde Steine, glaube ich, oder? Nee, eckig. Habe ich alle in eckig? Ich weiß es gar nicht mehr ganz. Ich glaube, ich habe ein rundes. Ich glaube, das kommt noch. Mit eckigen Steinchen. Und ich habe ja beim letzten Unboxing von Qdeals, habe ich ja mit eine Paintprobe gemacht und die war ja super gut. Ich verlinke euch gerne das Video mal hier oben unter dem i, wenn ihr da mal schauen wollt. Oder schaut einfach in die Playlist rein. Ich habe jetzt auch gerade ein Bild von Qdeals beendet. Dazu gibt es dann auch noch mal eine Review, kommt aber noch. So, schauen wir uns mal den Druck an. Ja, der sieht doch gut aus, oder? Was sagt ihr? Ja, also ich hatte auch echt noch gar keine Probleme, was den Druck angeht. Und ich finde ihn so schön. Der gefällt mir richtig gut. Ich mag halt dieses Strickoptikmäßige. Und dann hat er hier so einen warmen Kakao mit drin. Hier die schneit außen. Dann haben wir hier noch die Weihnachtsdistel mit den roten Beeren.
Richtig, richtig schön. Roten Bäckchen. So cute. Ich zeige euch jetzt mal das Originalbild. Wenn wir bekommen bei Kudi jetzt immer noch eine Papierlegende mit dabei. Das finde ich richtig, richtig toll. Die mache ich mir zu den Steinchen rein. Und hier steht auch nochmal alles Wichtige drauf. Also, hier steht die Laufnummer. Dann haben wir hier unsere DMC-Nummer. Dann, wie viele Steinchen wir brauchen. Und ich vermute mal, wenn ich das richtig sehe, das ist, ich kann kein Chinesisch, aber man kann es ja mal abscannen und mal gucken, was da steht. Also ich könnte mir vorstellen, das sind die Steine, die man dann auch tatsächlich bekommt. Also wir benötigen 354 und bekommen 400 dafür. Und hier ist nochmal die Grammanzahl. Ja, also Kudiz hat mir auch geschrieben, sie haben jetzt auch die Bilder mit mehr AB-Steinen versetzt. Das heißt, wir haben jetzt AB-Steine, nicht mehr zwei bis drei Farben, sondern haben jetzt drei bis sieben Farben. Ich weiß nicht, ob das hier noch mit reinzählt. Ich sehe hier auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 AB. Doch, ich habe hier 5 AB-Farben. Schauen wir gleich. Und sie haben auch mehr Farben mit aufgenommen, was wir ja hier auch schon erkennen mit 44 Farben. Und das ist natürlich toll, ne? Wenn wir halt so ein Bildchen haben. Das ist jetzt ja schon, ne? Wie das rauskommt. Und wir haben hier keinen fotorealistischen Druck. Wir sehen, jedes Kästchen hat seine Farbe. Seine eigene Farbe. Und nicht zwei Farben, ne? Daran erkennt ihr, ob ihr einen fotorealistischen Druck habt oder nicht. Aber wir erkennen hier eindeutig, dass jedes Kästchen seine eigene Grundfarbe hat. Und dann kommt das Bild auch ganz genau so raus, wie es hier aussieht. Wahrscheinlich noch viel, viel schöner, weil halt die kräftigen Steinchen von der Farbe drauf sind und nicht nur dieser blasse Druck. Ja, aber oh, ich bin begeistert. Ich freue mich. Super. Hier haben wir unsere Steinchen. Ich packe es einmal aus. Das schon vorsortiert. Eins, vier. Ne, ist ein bisschen durcheinander. Nee, ist ein bisschen durch. Ja, hier kommen doch schon die ersten Zehner. Doch, bis 10, 11, 12. Doch, sieht schon ziemlich vorsortiert aus. Ich würde sagen, wir machen einfach mal so, dass ich nicht so viel rumknister. Was auch noch mal schön ist bei Kudis, wir haben hier Druckverschlussbeutel. Allerdings haben wir hier Acrylsteine, aber wie ihr gesehen habt im letzten Unboxing, sind die auch wirklich gut von der Qualität her. Also wir haben hier schöne Acrylsteinqualität. Super, super toll sind die. Oh, schön, oder? Schau mal das Rot an. Ich kann die euch auch gerne mal in ein Schiffchen reinmachen. Ich hole mal ganz kurz ein Schiffchen. So, dann machen wir uns die mal rein und dann könnt ihr euch das auch mal anschauen. Die sind echt schön. Also ich habe ja jetzt auch eins gepaintet und das ist noch aus einer ganz alten Qualität ohne Flauschi-Leinwand und die haben sie ja schon echt lang. Also die ist ja noch von Qualität von. Ich habe das Bild seit Dezember 2022 bei mir. Aber ja, also es. Seit Dezember 22. Ja, ihr seht schon, wie schön die liegen. Und wir haben echt schöne lange Bahnen. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Merkmal. Daran erkennt ihr auch gleich, ob die Steine schön gerade geschliffen sind an den Kanten. Denn wenn die nicht gerade geschliffen sind, dann fallen die mehr ineinander rein. Ne? Aber ihr seht, wir haben hier wirklich eine schöne Qualität. Fast schon wie Harzstein, oder? Sagt ihr dazu? Aber eindeutig Acryl sehen wir durch die Pünktchen hinten dran. Aber super, super gerade geschliffen. Wirklich schön. Achso, halt. Ich wollte gerade die Tüte suchen, aber ich hatte sie in der Hand. Ich bin auf jeden Fall begeistert von der neuen Qualität, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir wirklich richtig gut.
Die sitzen schön beieinander. Ne? Jetzt schauen wir mal an, was für AB-Steine wir noch haben. Und zwar haben wir einmal die 24. Das ist, ich guck mal, DMC-Nummer. Ah, hier steht sogar mit drauf. Das ist auch schön. Auf der Legende hier unten, ne? Die 42, nicht die 24. Die 42, das ist die 762, auch so eine ganz bekannte AB-Farbe. Was ist AB-Stein? AB-Stein ist Aurora Borealis, heißt AB und bedeutet Nordlicht. Und ihr seht ja, die Steinchen haben so einen Überzug, die so ein bisschen nach dem Nordlichtschimmer schimmern. Manche ein bisschen stärker, manche ein bisschen schwächer. Dann haben wir hier die 41, das ist die 666. Dann haben wir hier die 40. Oh, der ist schön. Hier seht ihr, da ist der Überzug nicht ganz so stark. Da glänzt das eher in der Grundfarbe von dem Steinchen. Das gefällt mir persönlich besser. Hier ist eine normale Farbe. Dann haben wir hier die 39, die 602. Auch eine schöne Farbe, ne? Boah, ist das toll. Ich glaube, da müssen wir doch noch, ja, wir haben doch gesagt, 4 Stück haben wir. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück sogar. Jetzt gucken wir mal, ob wir alle erwischt haben. Oh, das ist eine tolle Farbe. Sie 43, meine Lieblingssteinchenfarbe, die 775. Ach, hier haben wir noch eine, guck mal. Blau. Was ist das? 820, ja, habe ich schon fast vermutet. Kommt mir so bekannt vor, die Farbe. Die hat man ja oft, ne, in Bildern drin. Und hier seht ihr, dass der Überzug ziemlich stark ist. Ne? Das ist dann verändert im Bild ein bisschen. Aber ja, schauen wir mal, wie es wirkt. Ich habe mir jetzt vor kurzem die Giraffe von Bella Art Diamonds gepainted. Und die hat ja auch so viel braune Naturtöne gehabt und auch diesen starken Überzug, aber so schlecht fand ich das gar nicht. Wir können ja mal schauen, wo sich so die Farben verbirgen und dann bin ich gleich wieder bei euch. So, ich habe mal für euch geschaut, wo denn die AB-Steinchen überall sitzen. Also, hier einmal diesen bisschen pinkigen Ton, den haben wir hier so ein bisschen, hier ein bisschen mit drin, so einzeln hier in diesen schmalen Streifen hier. Von der Mütze, überall, wo es so ein bisschen pinkig wird. Finde ich schön. Dann haben wir das Rosa. Auch das ist auch nur vereinzelt hier so drin, in den einzelnen Pünktchen, wo ihr es sehen könnt. Gefällt mir auch. Dann die 41, das Rot, das haben wir natürlich hier auch im Rot mit drin. Überall so reingesprenkelt. Dann haben wir die 42 und die 43, die befinden sich hier im Hintergrund. Und dann haben wir die 44, 820. Das ist natürlich auch dieses dunkle Blau. Ne? Das haben wir auch hier im Bommel, in der Mütze hier an den blauen Stellen. Ja, ich glaube, dass das gut aussehen wird. Ich glaube schon, ja. Doch, gefällt mir. Was sagt ihr dazu? Findet ihr, dass die AB-Steine gut eingesetzt sind? Ich würde doch schon sagen, ne? Meistens sieht es dann erst richtig schön aus. Am Anfang kann man sich es auch manchmal gar nicht so vorstellen. Ha, sieht es überhaupt dann gut aus? Aber manchmal sieht es dann echt schön aus, wenn man es dann gepainted hat. Ich würde sagen, ich räume es einmal weg und dann holen wir das. Packen wir das nächste Bild aus. So, da habe ich das nächste Bild. Ich habe es schon aus der Folie befreit, damit ihr das nicht so geknistere habt. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das rauskommt. Das ist 40x60, ein bisschen größer. Denn es ist, ja. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir haben hier ein klassisches Motiv. Ich habe gedacht, ich suche auch mal ein klassisches Motiv raus. Hier haben wir ein Schiffchen, wieder das gleiche Toolkit, ne? Ihr seht's. Und dann schauen wir mal, wie viele Farben haben wir hier. Und hier haben wir 41, ist auch richtig, richtig schön. Und ihr seht ja auch, hier haben wir unsere Legende sortiert sogar. Das ist super gemacht, ne? So wirklich komplett sortiert. Hier unten haben wir die gleiche Legende nochmal. Ja.
Wir sehen schon, dass unser Weihnachtsmann ein ziemlich rotes Gesicht hat. Ja, ich würde mal sagen, das ist vielleicht nicht optimal, aber wir schauen mal, was für Steinchen da hinkommen. Vielleicht wirkt es jetzt nur durch den Druck so. Noch hier in der Hand, ne? Ich zeige euch mal das Originalbild, damit ihr es euch einfach mal vorstellen könnt, wie es eigentlich auszusehen hat. So, ne? Hinten den Kamin mit den Socken. Die Socken erkennt man ganz gut, finde ich. Ne? Hier hinten die Schleife, den Kamin. Hier ist Kaminfeuer, das erkennt man schon alles gut. Und hier hinten ist dann noch der Tannenbaum, auch den erkennt man gut. Und die Schnalle und den Weihnachtsmann erkennt man schon gut. Nur das Gesicht, das ist, ja. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, ne, 6 Farben. 6 AB-Farben, genauso wie eben. Auch hier schauen wir uns mal kurz den Druck an. Ja, der ist genauso gut. Ne? Hier haben wir schön viel Color Blocking, aber wir haben hier zwischendrin auch ein bisschen Konfetti hier oben. Ne? Und hier im Hintergrund. Also hier haben wir wirklich einen Mix von Konfetti und von Color Blocking. Ja, das finde ich auch gut. Sowas mag ich gern, wenn man so beides hat. Wir schauen uns die Steinchen noch mal kurz an. Und dann schauen wir gleich mal das P. Das hole ich mir als erstes jetzt mal raus. Das P, das ist die 921. Nee, nicht das, doch das P. Das P und die 6. Was ist die 6? Die 6 ist die 351. Schauen wir mal die Farben an. Guck mal, ob ich es gleich rausfinde. Ja. Einmal die 6. Oh je. Und das P. Und das P 921. Achso, welche Nummer? Das war P war die 22. 21, 22. Ja, also das befindet sich im Gesicht. Damit bin ich jetzt nicht so happy. Da hätte ich mir so eher so Beige-Töne gewünscht, ne? Sowas in der Art. Hätte ich mir eher lieber so in der Hand gewünscht, anstatt im Gesicht. Das würde ich aber auf jeden Fall mal noch weitergeben an Q-Deals, dass sie das vielleicht nochmal überarbeiten, das Rendering, dass hier halt ziemliche Orangetöne sind. Wenn der Weihnachtsmann einen Handschuh anhat, dann man könnte das auch so ein bisschen braun machen, dass er so einen braunen Handschuh anhat oder so. Aber im Gesicht muss definitiv die Farbe gewechselt werden. Das gefällt mir gar nicht. Aber wir schauen uns die Steinchen nochmal an. Die sehen toll aus. Ist ja auch die gleiche Produktion. Das finde ich bei Q-Deals halt auch super sympathisch. Man hat immer das Gleiche. Bei manchen Thrift-Shop-Firmen, da hat man ja total unterschiedliche Brands sozusagen. Mal hat man eins mit diesen Huracan-Leinwänden, dann hat man eins wieder mit einer anderen Legende. Jetzt, das erkennt man ja meistens an der Legende, ne? Das heißt, die kaufen die Bilder alle von unterschiedlichen Shops ein, ne? Und verkaufen es dann wieder. Also Reselling machen. Hier haben wir ein Weiß. Das finde ich toll. Weiß passt hier super rein. Ganz, ganz viel Rot. Das könnte auch gut der Weihnachtsmann sein. Die 37. Dann haben wir die 38. Ein Cremefarben. Das ist, also wir können ja mal nach der DMC. 5200, das ist klar. Das war die 37.666. Die 38 die 712. Dann haben wir die 40, das ist ja auch wieder die 820. Da haben wir nicht viel. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich überall, wo blau ist. Weil auf dem Bild gibt es ja nicht viel blau. Dann haben wir die 39, das ist die 818, die finde ich auch super schön. Und dann haben wir die 41, finde ich auch schön. Das ist die 963. Ja, an sich
packe jetzt nicht alle aus, weil wir kennen die Qualität von den Steinen. Wir haben es ja gerade eben angeschaut. Das ist hier ganz genau das Gleiche. Ja, passt auf jeden Fall zu dem Bild, so wie wir es hier sehen. Ich würde sagen, vielleicht hat ja einer Lust, dieses Bild zu painten und paintet sich hier im Gesicht eine andere Farbe und in der Hand. Und ich möchte das Bild einfach an euch verlosen. Schreibt mir einfach in die Kommentarleiste irgendwas mit Weihnachtsmann. Also es muss auf jeden Fall das Wort Weihnachtsmann vorkommen. Ich meine, der Teddy sieht super süß aus, richtig knuffig. Und dann wandert ihr in den Lostopf. Und ich würde sagen, nächste Woche Montag mache ich dann die Auslosung beim Diamond Painting Video und sage euch, wer gewonnen hat. Ich packe die Legende einmal mit zu den Steinchen. So. Na, dann sehe ich auch, sieht man auch gleich, was drin ist. Und da ich weiß, dass ich es nicht painten werde, freut sich vielleicht jemand anders davon euch drüber. Und dann schreibt mir einfach einen Kommentar und mit dem Wort Weihnachtsmann. Das muss auf jeden Fall mit drin sein, weil ich werde es dann mit dem Generator auslosen. Und ja. Gut, also dieses Bild packe ich mal auf die Seite und dann kommen wir zum letzten Bild mit runden Steinchen. Das Schöne bei Q-Deals ist ja auch, dass man sich die Größe und die Steinchenart aussuchen kann. Das heißt, ihr könnt bei dem Bild quasi sagen, okay, ich möchte lieber runde Steine oder ich möchte lieber eckige Steine, ich möchte ein ganz groß painten oder ich möchte lieber ein kleines Bild, ne? Das könnt ihr euch aussuchen. Ich habe jetzt mal so ausgewählt, wo ich gedacht habe, ja, das könnte vielleicht rauskommen. Den Weihnachtsmann hätte man wahrscheinlich noch mal ein größer 50x70 oder so machen müssen. Aber ich weiß nicht, ob die Farben sich dann so viel verändert hätten. Ich packe es einmal aus. So, und das Bild, glaube ich, wird wieder richtig, richtig schön. Das ist jetzt ein Bild mit runden Steinchen in 45x45. Und, oh ja, ich sehe es schon. Ja, das wieder Strick. Strick ist angesagt bei mir jetzt diesen Winter, glaube ich. Super, super, super schönes Bild. Auf jeden Fall muss man hier nochmal, oder da werde ich auf jeden Fall die Folie wechseln. Ich glaube, ich kriege das jetzt auch gar nicht glatt hier im Video. Aber ich denke, ihr könnt trotzdem erkennen, was es werden soll. Ja, das gefällt mir mal richtig, richtig gut. Wieder das gleiche Toolkit. Das packe ich zu dem anderen noch mit dazu. So. Ja, was sagt ihr? Toll, oder? Ich finde, man sieht alles so richtig schön. Ich bin mal gespannt, ob man hier... ich hoffe, wir haben hier AB-Steine drin. Das wird mir gefallen. Und hier zwei schöne, prall gefüllte Nikolaus-Socken sozusagen. Oder Weihnachtssocken. Und hier wieder die Disteln. Das gefällt mir auch total. Ja, mir gefällt's. Richtig, richtig toll. Super, super schön. Mit der Zuckerstange erkennt man alles wirklich gut. Wie viele Farben haben wir denn? 35 haben wir hier. Und hier haben wir ein bisschen diesen fotorealistischen Druck, ne? Aber das finde ich bei runden Steinchen tatsächlich gar nicht schlecht, weil man sieht es ja zwischendrin. Kennt man hier vor allem, ne? Seht ihr? Diese harte Kante bei den Dings, ne? Bei dem Geschenkband. Und hier haben wir kleine runde Kreischen, die farblich so ein bisschen abgesetzt sind. Kann man auch super gut painten. Oh, ist das schön. Oh, das gefällt mir richtig, richtig gut. Also wirklich sehr gut. Hier schauen wir uns nochmal alles an. Ja, hier ist nochmal das Originalbild. Na, entspricht auch dem, was wir hier so sehen. Und 45x45 finde ich halt auch eine echt schöne Größe. Das kann man super gut in so einem Event painten. Im Dezember findet ja das Event Sternenstunden statt.
Und da paintet man ein Bild, ein weihnachtliches Bild. Ja. Und da würde ja sowas gut passen. Also wenn ihr jetzt noch bei Cuties bestellt, habt ihr auf jeden Fall im Dezember eure Bilder. Ich glaube, bei mir hat es 3 Wochen ungefähr gedauert, die Lieferung. Also ungefähr so könnt ihr rechnen, ne? Ja, und auch hier wieder die super schöne große Legende. Wir haben dieses Mal 1, 2, 3, 4, 5 AB-Farben. Ja, klar, wir haben viel Weiß im Hintergrund. Ich habe gerade gedacht, was mit 6.800 Steinchen. Aber klar, wir haben hier viel Weiß im Hintergrund. Hier haben wir unsere Steinchen in Runden dieses Mal. Und ich packe mal wieder alles aus. Dann gucken wir mal. Aus da. Da hängt noch ein. Flupp. Und bei Rund sind es natürlich auch Acrylsteine, aber super, schaut mal euch den Glanz an. Ist das nicht schön? Obwohl das jetzt hier weiß ist, ne? Hier haben wir schon mal die AB vom 1, 2, 3, 4 und 5. Schauen wir mal. Und grün, schön. Auch mal eine andere Farbe als mal gerade. Und hier haben wir auch relativ kräftigen Druck, aber ich glaube, das kommt schön bei dem Bild. Dann haben wir die 33 auch wieder. Die 33 ist die. Ich schaue auch gleich parallel. Das ist auch wieder die 762. Ich denke mal, das wird auch die 575 sein. Ja. Verdächtig ähnliche Farben, aber ist ja vom Bild her ähnlich. Von den Farben her. Die 35 sind 956. Auch schön, ne? Bisschen zarter. Und dann haben wir hier die 31, das ist die 3607. Also wir haben schon doch ein paar unterschiedliche, drei neue Farben. Die anderen zwei kannten wir schon von den anderen Bildern, ne? Ja, super. Richtig, richtig toll. Auch hier wieder, ne? Schön, schöne Farben. Entsprechend dem Bild. Glänzen richtig schön, haben schönen Glanz. Ich finde ja, runde Steine glänzen und eckige Steine funkeln. Ja. Viel Brauntöne natürlich für das Geschenkchen. Doch rosa. Auch schön. Ja, wirklich schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich würde sagen, ich schaue mal, wo sich hier unsere AB-Steine alle verbergen und bin gleich wieder bei euch. So, ich habe mal geschaut, wo sich alle Steinchen befinden. Und zwar haben wir hier das Grau und das Blau. Das befindet sich hier so ein bisschen in den Socken. Dann haben wir Rosa und Pink. Und auch das haben wir hier an den rosanen Stellen und natürlich in der Schleife. Und dann haben wir noch einmal das Grün und das, wer hätte es geahnt, hier in den Distelblättern. Ja, oh, ich freue mich. Oh Mann, ich habe einfach zu wenig Zeit und zu viele schöne Bilder. Geht es euch auch so? Menno. Oh, ich würde so gern das painten. Oh, naja, habe ich beim letzten Unboxing von Kuti jetzt ja auch gesagt, ne? Ich habe es ja auch angefangen, ne? Habe ein großes Feld für euch gepaintet. Und ja, I love it. Okay, meine Lieben, das war's tatsächlich. Und wenn ihr wollt, spart gern 13%, wenn ihr shoppt. Ist auch kombinierbar mit aktuellen Shop-Rabatten. Wenn ihr sagt, wenn es da zum Beispiel kaufe 3 und bekomme 4 oder so, dann könnt ihr das kombinieren miteinander. Mit Heidi 10, ihr kennt den, nicht Heidi 10, was sage ich da? Heidi 13, weil es sind 13%. Dann könnt ihr sparen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ihn nutzt. Dann sieht Q-Deals auch, dass ihr aufgrund meines Videos vielleicht euch ein Bild besorgt habt, dass ich euch angesteckt habe. So mache ich es auch immer, wenn ich bei jemandem anderes ein Video sehe und ein Bild entdecke und er hat einen Rabattcode, dann nutze ich tatsächlich auch den Rabattcode, weil ich finde es immer schön, wenn man dann den nutzt,
von dem Bild, was man, also von dem YouTuber, was man das, wo man es auch gesehen hat. Außer man mag den vielleicht nicht, aber ich glaube, dann schaut man das Video auch nicht an, oder? Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt einen guten Start heute in die Woche gehabt und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid und vergesst nicht, für das Weihnachtsbildchen, Weihnachtsmann, hier irgendwo unten reinzuschreiben. Und würden ja, und würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen zum Kreuzstechen vielleicht, wenn einer von euch Lust hat. Ansonsten am Mittwoch pixeln wir wieder zusammen und ich habe da ein paar neue News für euch. Seid gespannt und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.